gut, aber. Der Felden. Sicke. Fetten Tag. Keine Ahnung, schönen guten Abend, Deutschland. Ich freue mich, dass ich heute Abend hier sein muss. Und dass Sie mich machen heute reicher. Ja, morgen, ich kann mir kaufen ein iPad. Zwei. Und das finde ich toll, weil das hier ist ein Teil von meinem Bewerbungsprogramm. Da hinten sitzen meine Bewerbungshelfer, Herr Ali und Herr Osama, Deutschlands Zukunft. Ja, oh, ich sehe, hier wird schon gefilmt, Kurva, das macht man nicht. Kurz übersetzen, Kurva, das heißt auf Deutsch guten Tag. Oder wo geht's hier nach Bremen? Oder kann ich mal auftanken? Nein, da bist du gefiert. Ich finde das ein bisschen unhöflich, weil das macht man nicht. Ne? Nein, das macht man nur im Kino. Und ne, weil der lädt das sofort hoch auf YouPorn. Ne, Stichwort Schnellspritzer, da habe ich schon viele Klicks. Aber es ist toll, ich freue mich, dass ich bin heute hier in Bremerhaven bin. Weil ich war vor einiger Zeit hier auch in Gegend, in einem Ort, heißt Demmerhorst. Und da war toll, weil da habe ich meine Kinder besucht, Zwillinge. Das war Wunder, weil die Mutter, die war schon immer 50. Und hieß Soraya. Und letzte Woche, ich war auf einer Veranstaltung mit die Chefin von Quatsch Comedy Club. Vielleicht kennen Sie die, Thomas Hermanns. Und wir waren auf einer Aftershow-Party. Bei mir war Betonung auf Party. Und bei ihm nicht. Und da waren so die ganze deutsche Superstars. Ne? So Claudia Effenberg. Ne? Die stand da, Frau von Effenberg. Ne? Verena Kehrt, da stand von Beruf nichts. Und da war auch die kleine Schwester von Sarah Connor. Ne? Die heißt die Anna Maria Lagerblom. Ne? Der Wanderpokal. Die Ex von Werder Bremen. Auf Kirmes würde man sagen, in Delmenhorst das beliebteste Fahrgeschäft. Die Bild würde schreiben, die Volksmatratze. Und diese Anna Maria Bababon, die hat auf ihrem Arm noch den Namen von ihrem Ex-Freund tätowiert. Das ist so wie Gebrauchtwagen mit alten Nummernschildern. Und die heißt jetzt Frau Bushido und die ist jetzt die Ex von allen außer von mir. Und die ist aber auch die Ex von Mesut Özil. Ne? Und Mesut Özil, den kennen Sie vielleicht. Der sieht ja aus wie ein Goldfisch in der Mikrowelle. Diese Mamba, Pia, Bushido, die kam auch zu mir und hat mich so angefasst. Ich habe gesagt, geh weg, du Bitch. Ne? Weil wir wollen aber auch unser Stolz. Komm, das. Ja, und dann bin ich mit Michaela Schäfer gegangen. Thank you.
Vielen Dank für die schöne Arbeit.